So, meine Lieben, da sind wir jetzt auch wieder und es sieht ja gut aus. Wir haben jetzt hier die beiden Sachen, Playoff, ja, da wollen wir es dafür fertig machen, damit wir möglichst Profi werden, ne? Wir wollen hier die Profikarte erhalten, da kann ich ja nicht an den Profikämpfen teilnehmen. Und irgendwie kann er uns das nicht geben. Ich weiß nicht, warum Mick uns da irgendwie, was er uns da irgendwie erzählt hat, ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall ein bisschen strange. Ja, du bist endlich Champ, aber ich habe dich verarscht. Okay, super. Das ist natürlich toll. Danke für nichts, Mick. Ja, er ist doch ein netter Typ. Wo ist eigentlich dieser Frank? Der ist doch eigentlich der Polizist. Aber hier gibt es irgendwie keine Polizeistation oder so ein Kram, ne? Er ruft uns ständig an, aber ich habe keine Ahnung, was mit wer das eigentlich ist, so richtig. Über den erfahren wir eigentlich nicht so viel oder gar nichts. So, weiter trainieren, trainieren, trainieren. 14, 10. Ich glaube, mit der Auswahl sind wir schon recht gut bedient. Also das hier war nicht unbedingt nötig, aber wir haben hier so viel Geld, das passt schon. Ich kann mir auch Energy Drinks kaufen, was jetzt noch die größte Verschwendung ist. Aber vielleicht, ja, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Geld sparen sollen. Vielleicht war das auch nicht so schlau von mir. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was wir besonders Tolles uns kaufen können oder wollen oder müssen. Oh, hätte ich wieder warten können. Egal. So, heute Playoff und Ultimate Fight. Machen wir beides. Machen wir beides. Ich weiß nicht, ja, wir brauchen keine Zeit dafür. Aber wir werden uns da rechtzeitig hinbegeben. Alles gut. Müssen aber heute trotzdem noch trainieren. Ein bisschen, damit wir den Tag nicht versäumen. So, schmatschen, abonnieren. Lass mir hier davon einen rein. So, die Kämpfe, ne? Hm. Wenn das jetzt zu stark ist. Starke Gegner, keine Ahnung. Hardcore-Kämpfe. Keine Ahnung. Hier. Deswegen erstmal die Playoffs, da haben wir unseren Gegner ja schon gesehen. Der sollte machbar sein. Ich hoffe, wir kriegen richtig viel Erfahrungspunkte. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Also diese, ne, Talentpunkte. Weil das ist das Einzige, was wir so wirklich brauchen. Talentpunkte. Talentpunkte, Talentpunkte, Talentpunkte. Am besten da 1000 Stück oder so. Und wir alles haben können, wenn wir unseren perfekten Baum hier aufbauen. Laufen, 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 laufen. So. Schaffen wir es auf die 15. 15 will ich knacken. Und dann, wenn wir die 15 haben, gehen wir in den Kampf. Wir werden dann wieder auf die 14 runterfallen, wenn der Tag zu Ende ist, aber das ist uns egal. Playoff. 7, 5, 9. Bob Bolzen. Ja, okay. Also knallt schon ordentlich rein, ne? Fleischklopfer. Mhm. Der Bob Bolzen ist sehr bold. Sieht man ja. Glatze, ne? Pong. Also erste Runde sehr, sehr gut. Machen wir direkt so weiter. Wir sind ja bei voller Energie. Wir stehen nur da und lassen ihn die Arbeit machen. Und klatschen auch nochmal zwischendurch ein bisschen rein. Also wir treffen auch hart, wenn wir treffen. Und gewonnen. Jo. Ne? Aber gab keine Punkte. Was? Zur Hölle. Was soll das? Dafür musst du jetzt eine reinkriegen. Ich glaube, als Sparring-Partner hätte ich dann doch ein bisschen Angst. Ich hätte noch ein bisschen mehr Schutzkleider angezogen. Weil inzwischen sind wir ja echt die Tötungsmaschine schlechthin, ne? Wenn er noch stärker werden würde und mehr Punkte geben würde, wäre es auch cool. Aber ja, das ist halt das Balancing. Wir müssen halt ein bisschen mehr grinden, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Okay. Sobald wir Profi sind, können wir an dem Kampf teilnehmen, ne? An diesem großen Turnier. Einem großen Turnier auf der Insel. Mortal Kombat. So, was ich... Ja, wir können das hier machen.
Schlagmodifikation. Deine Schläge können bis zu 50% der ausdauerbedingten Verteidigung deines Gegners ignorieren, wenn aktiviert. Ja, denn? Keine Ahnung. Kämpfe. Ach komm. Bob Bull. Okay. Technik nachahmen. Du wirfst den erlittenen Schaden zu Beginn der Angriffsphase auf deinen Gegner zurück. Keine Pause. Weder du noch dein Gegner könnt euch während des Kampfes ausführen. Ihr regeneriert beide weniger Energie. Okay. Okay, bin gespannt. Das wird vielleicht interessant hier, der Kampf. Was ist das hier nochmal? Freihändig. Ah, 30% weniger Schaden, alle Beihändigen 20 mehr Schaden. Beinangriffe mehr Schaden, okay. Also den haben wir schon mal gut auf den Boden gehauen, hm? So, durchdringende deine Schläge können bis zu 50% der ausdauerbedingten Verteidigung deines Gegners ignorieren. Ja. Keine Ahnung, mal gucken. Bringt das irgendwas? Ich weiß es nicht. Sehe ich nicht irgendwie, dass das funktioniert. Oder wie sie das aktivieren lässt. Nehmen wir das ruhig raus. Also ich hatte Regeneration drin. Wir können auch einfach weiter Beine brechen. Ist eh schon fast tot, der Gegner. Er schafft es halt selbst, uns den Sieg zu bringen. Oder wir machen es auch diesmal selbst. Nice. Wir sind nicht unter 200 gefallen. Kriegen 10 Punkte, verlieren 10 Herzen. 200 Geld. Joa. Es hat sich sogar aktiviert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. So. 3 Tage jetzt. Gut. Unser Gegner. Wir können den diesmal nicht sehen. Aber es ist Bill Davis. Das sehen wir. Der hat sehr viel... Okay. Okay. Oh, sehr gut. Und dann bin ich gespannt, gegen wen wir hier antreten. Sehr, sehr gut. Ja. Mit dem Bus, ne? Nach Hause und trainieren. Was bleibt uns anderes übrig? Machen wir hier weiter. 3 Tage haben wir jetzt Zeit. Die wollen wir irgendwie nutzen, die Zeit. Man kriegt ein Achievement, wenn man das Spiel unter 200 Tagen schafft. Es wird langsam echt sehr knapp, aber jetzt schaffen wir es ja sehr, sehr gut, die Gegner alle platt zu machen. Gegen den wir kämpfen, der hat auch schon verloren. Zumindest sieht es gerade so noch aus, aber ja. Ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch, 2 Tage. Vielleicht hole ich mir keine Energy, sondern schlaf dann einfach. Das ist immer ein bisschen verlorene Zeit. Aber auch ein bisschen mehr Geld dann in der Tasche, ne? So, essen. Jo. So. Ja, schlafen wir mal eine Runde. Sind echt super. Wir sind richtig gut. Und auch nur, weil wir nicht geschlafen haben. Dadurch, dass wir schlafen, müssen wir natürlich, das ist natürlich wichtig, ne, Energie auftanken und so weiter. Aber haben wir halt mehr Zeit zum Trainieren, ne, und verlieren nicht so viel Trainingsfortschritt. Das ist so der Grund, warum wir so gut eigentlich sind. So, jetzt hier weitermachen. Ich glaube, zuletzt sind wir gelaufen, ne? Ich glaube, ja. Es müsste schon morgen sein mit dem nächsten Kampf. Schon morgen, also der Tag muss auch noch einmal rum. Hätte natürlich auch erst mit ihr quatschen können wieder. Wenn wir weniger verbrauchen. Mhm.
hätte auch wieder Geld einkassieren können. Sollen wir das auch nochmal schnell machen? Ach, können wir auch gleich nochmal schnell machen. Wir sind nur kurz mit dem Bus rüber, kostet keine Zeit. Kurz laufen, kostet auch keine Zeit. Und wieder mit dem Bus zurück. Das heißt, wir verbrauchen eigentlich nur ein bisschen Geld. $2. Also hier schnell sogar $3. Ja, aber wir hätten dann wieder $100 mehr. Wir brauchen ja nicht so viele Kämpfe mehr. Mit dem Knüppel durch die, durch die Sachen durchlaufen. Einfach sehr schön. Top. Und wieder zurück. Haben wir also $94 gut gemacht. Bisschen Pizza reinhauen. Gut, sehr schön. Wo haben wir aufgehört? Ich weiß es nicht. Da nicht. Sehr gut. Ich glaube, ich wollte laufen. Wollte ich laufen? Könnte sein. Könnte sein, dass ich laufen wollte. Unser Gegner wird sich freuen, auf uns zu treffen. Laufen noch weitermachen? Ja, sehr gut. Heute dann wieder 2 Kämpfe. Also wir werden hier echt bald mega Profi und Untergrund. Also offizieller und inoffizieller Profi. So, jetzt kommen hier nochmal ein paar Punkte wieder rein. Yo. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Mit Ausdauer auch bald auf 11. So, ineffektiv. Okay. Noch ein bisschen hier trainiert, dann das. Gut. Und dann können wir auch kämpfen, ne? Gefällt mir einfach wunderbar, wie es hier gerade läuft. Schaffen wir sogar die 11? Schaffen wir die 11? Nee, ich glaube nicht. So. Playoff. Ja. Mit dem Beinbrecher ist ganz gut. Da, er hat nämlich einen Tritt, mit dem er das auslösen kann. Dafür ist das wichtig. Okay. Also ist das, ne, immer wichtig. Kleines Zeichen, großes Zeichen. Aber er haut auch gut rein. Wir haben nämlich keine Energie mehr. Das habe ich vergessen. Und dafür liegt er jetzt und wir regenerieren einfach mal fast alles. Tja, na gut. Dann nutzen wir das einfach mal ein bisschen aus. Playoffs läuft wieder mal wie gebuttert. Er hat zwar sehr viel Geschicklichkeit. Na komm, yes! Wunderbar. Gibt keine Belohnung, das finde ich Mist. Dafür müssen wir uns hier so einen kleinen Übungskampf gönnen. Verstehe ich nicht, warum wir aus diesem Bonuskampf da keine Energie kriegen. Also ist ja kein richtiger Bonuskampf, ne? Aber man bekommt am Ende, glaube ich, Punkte oder so durch die Playoffs. Weiß ich aber nicht genau, keine Ahnung. Okay, also treffen jetzt ordentlich. 2. Runde. Geschafft. 3 Punkte wenigstens jetzt hier. Finde ich schade, dass es da keine Punkte gibt. Gucken wir hier nochmal an. Hier steht 5. Hier steht gar nichts und da auch nicht. Also wahrscheinlich 10, 20 oder sowas. Unser Gegner ist der blonde Ruby. Ein Ausdauertyp, der sich selbst kaputt machen wird. Er hat unbarmherzige Aggression und Berserker. Was ist denn das? Du kannst keine Verteidigungstalente oder Gegenangriffe verwenden, blocken oder ausweichen. Du verursachst 20% mehr Schaden. Mhm. Du hast 13%. Ah ja, okay. Wenn er weniger Gesundheit hat, dann teilt er 30% mehr Schaden aus. Und er ist hartnäckig, du wirst umgehauen, besteht die Chance, dass du mit 30% deiner Energie wieder aufstehst.
Okay. Gut. Ja. Ich sollte vielleicht doch... Ja, Beine brechen ist ganz gut eigentlich. Und in der zweiten Runde auf Ausdauer gehen oder so. Aber jetzt haben wir ja 100. Sieht man ja. Hält sich recht gut. Sieht ein bisschen aus wie geil. Nur hat er blaue oder schwarze Haare. Aus Street Fighter. Street Fighter, ne? Wir haben ihn immer Gully genannt, damals als wir klein waren. Sergeant Geil, oder wie hieß der nochmal? Oh, da hat er Energie uns gekostet. Zack, aber brauchen wir alles nicht mehr. Er ist sowieso gleich hin. Combo. Geschafft. Da gibt es wenigstens ein paar Talentpunkte. Geld. Okay, soweit so gut. Das sieht sehr gut aus. Endkampf in 3 Tagen. 3 Tage also vor. Ich glaube, wir müssen nochmal wieder einkaufen. $800. Wahnsinn. Ich brauche Fleisch. Und Pizza. Nee. Müssen erst nach Hause. Ein Fleisch. Ein bisschen schlafen. Dann mit ihr quatschen. Das heißt, das geht alles ein bisschen weiter runter. Und dann, ja. Was ist eigentlich das da für ein Post? Ist das Robocop oder so? Ich kann es nicht ganz erkennen. So. Ich hoffe, wir sind bald Profi. Nee, da nicht. Sondern hier auf die Stinks. Stinks. Ein bisschen mit unserer Freundin reden. Erstmal ein Geschenk machen. Adrian. Halt Maul. Ich habe ein Geschenk. Wir uns lieben. Oh, du bist so süß. Okay. Plaudern. Nee, das ist halt, wie sind die schneller? Vielleicht geht auch zweimal Geschenke machen. Keine Ahnung. Aber so viel Geld. Wollen wir jetzt nicht aus dem Fenster werfen für eine Frau? Die wir nur brauchen, um besser zu trainieren. Wir brauchen sie nur, um besser zu trainieren. Wieder geschafft. Yes. Verlieben. Oh ja, ich bin auch so glücklich. Oh yeah. Hm. Der ist uns völlig egal. Wir wollen nur deine Schwester. Adrian! So, mit dem Bus rüber. Und Training. Ich habe keine Zeit. Wir müssen trainieren. Boxen. Mit dem Punching Ball. Gut, es geht. Ich dachte, wir hätten nämlich da zuletzt das gehabt. Wir sind bereit für den Endkampf bald. Aber wir fallen jetzt auf die 14 wieder runter, glaube ich. Ja, aber nicht so tragisch. Auf die 15. Einen Tag jetzt trainieren. Den können wir gut durchtrainieren, glaube ich. So. Ja, bringt hauptsächlich das. Also erst einmal alle 3, dann die 2, dann den. Aha. Okay, der Tag ist auch gleich rum, zur Hälfte ja schon. Und nun sieht alles super aus. Dieser Perk ist super, ne, mit dem Quatschen. Dass wir verliebt sind. Wir haben nämlich 3 Herzen jetzt in der Brust. In beiden Brustmuskeln und im Bauch. Ja. Man spart sich halt auch ein bisschen Zeit, weil man die Geräte zu Hause hat, ne? Weil halt so viel Geld, da braucht man die Geräte nicht im Trainingsstudio zu benutzen, sondern kann sich einfach das hier alles schön einrichten. Auch wenn es natürlich sehr teuer ist, ne? Aber man hat halt das Geld. Man hat es halt. So, heute ist Tag des Sieges. Wir können endlich Profi werden. Ultimate brauchen wir noch ein bisschen. Das bringt mehr Stärke, so wie es aussieht, wa? Obwohl, schwierig einzuschätzen. Nee, das bringt mehr Ausdauer. Liegestütze, okay. Auch gut. Mhm. Oh, da muss ich gleich essen. Hui. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, kriegst 2 Häppchen. Mit Fleisch. Mu. So, beim Laufen habe ich das schon.
Naja, noch nicht ganz. Haben wir richtig gut damit ein bisschen was gespart an Essen und so. So, wir sind eigentlich gleich so weit. Oh, kurz vor der 11, ne? So, so, so. Komm, hier hin. Okay. Playoff-Endkampf. Wir wissen, dass wir gegen ihn hier kämpfen und er ist ein Ausdauertyp. Na denn. Ja. Probieren wir es erstmal so. Okay, schön. Gebrochenes Bein. Weniger geschickt. Er schlägt zu und trifft uns auch teilweise. Sehr stark. Oha. Aber er trifft sich auch selbst, was super ist. Aber unsere Ausdauer geht runter. Das heißt, ich gehe gleich vom Beinbrecher weg. Pam! 45 und wieder voll. Alles kein Ding. Beinbrecher weg und Regeneration rein. Sehr gut, wenn er halt seinen Dreierpunch da macht und einfach mal komplett eskaliert und uns einfach nicht trifft, weil wir ausweichen. Aber ihr seht ja, der Endkampf ist sehr spannend. Also, naja, was heißt sehr spannend? Wir sind wie auf unter die Hälfte gefallen, hä? Und gewonnen. Damit sind wir jetzt Profi. Ja. Aber wir kriegen keine Punkte, oder was? Doch. Du hast Liga gewonnen. Belohnung 20. Und, ja. Es ist Zeit, unseren neuen Champion zu feiern. Keine Zeit zum Feiern. Ich muss die Medaille suchen. Ich will diese Medaille wirklich haben. Professionelle Multicard. Dann solltest du Don besuchen. Vielleicht hat er ja etwas für dich. Okay. Werden wir machen. Nach einer kurzen Unterbrechung. Scharfer Stich. Nee. Das lasse ich dann. Denn soweit sehe ich hier Roundhouse Kick. Okay. Dein Gegner blockt 50% weniger effektiv. Aber kühler Kopf ist gut. Das finde ich gut. So, meine lieben Freunde. Auf die Karte. Nein, 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 nein. Wir haben noch ein Kämpfchen hier. Der versteckt sich hier mit seiner... Oh, gut geblockt. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Angriffe erfolgreich abwehrst. Erhöht aber auch deinen Energieverbrauch. Nehmen wir das mal hier raus. Und brechen ihn weiter. Weiß nicht, ob das nötig ist, aber wahrscheinlich sollte ich eher auf die Regeneration setzen. Aber ihr seht, Energie ist so gut wie weg. Wow. Aber dafür hat er auch die Regeneration drin. Naja, okay. Ist leider noch kein Champion oder sowas, den wir hier haben als Gegner. Aber ist ein starker Gegner. Gut, gut, gut. Boing. Wow, also wir weichen dem so wenig aus. Wohoho! Das hat ihn umgehauen. Letzte Runde, würde ich sagen. Self-KO! Nochmal hier 10 Punkte. 1038. Wie viel brauchen wir für die nächste Geschichte? 28, okay. Jetzt können wir zum Don fahren. Natürlich mit dem Bus, weil wir es uns gönnen. Don, ich möchte teilnehmen am Kampf. Ich werde am großen Kampf teilnehmen. Okay, Ultimate League. Ja gut, müssen wir beenden. Ich bin schon Profi. Ich will am großen Kampf teilnehmen. Du hast meine Profikarte gesehen. Ich bin bereit. Sehr gut. Geh in die Muckibude und bereite dich vor. Leider hast du dir auf dem Heimweg den Arm gebrochen. Was? Hey, Großer, ich habe gehört, du hast einen großen Kampf und kannst mit den Beinen nicht teilnehmen. Was? Ich kann für dich kämpfen, Großer. Ich kann das. Weißt du, du kommst das Ding von Don. Ich werde berühmt.
Ivangief ist unaufhaltsam. Na toll. Ich habe dich enttäuscht, Roy. Das ist in Ordnung. Bleib liegen. Bleib liegen. Roy. Roy ist tot. Die Medaille ist auf dem Weg nach Russland. Du musst die Medaille zurückholen. Fliege nach Russland und besiege Ivangief. Ein alter Freund von mir lebt dort. Er wird dir helfen. Wir hätten Ivangief sowas von auseinandergenommen. Ich habe ewig auf dich gewartet. Du hast dir echt Zeit gelassen. Ein Wunder, dass ich deine Hütte überhaupt erreicht habe. So schwierig ist das auch wieder nicht zu finden. Mick hat mir gesagt, du seist hier, um Ivangief zu besiegen. Ich habe keine Ahnung, wie du das anstellen willst. Ich muss ihn besiegen und die Medaille meines Vaters zurückbekommen. Eigentlich gehört die Medaille... Ich kann gar nicht so sprechen, es tut mir leid. Nicht deinem... Nee, das geht nicht. Er musste sie nur beschützen. Und wegen dir und deinem Bruder war er zu... Wovon redest du da? Welcher Bruder? Ich habe schon zu viel gesagt. Du musst beweisen, dass du bereit bist, die Medaille zu tragen. Ich werde erzählen dir die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Ich hoffe, nichts als die Wahrheit. Damit du die Medaille besser umzugehen vermagst als dein Vater. Ich bin bereit. Na denn? Also gut, um zu beweisen, musst du die örtlichen Kämpfer besiegen. Natürlich. Du kannst draußen trainieren, essen und Erholung gibt es hier drin. Wenn du bereit bist, komm zu mir und sag Bescheid. Okay, da ist ein Bett. Was ist dit? Borscht. Okay. Kalaschnikov. Davai. Ivan. Edina. Hui. Ich bin bereit zu kämpfen. Nichts. Okay. Ah! Ich hasse Waschen und Bügeln. Gut, was haben wir denn draußen da zum Trainieren? Wie? Hinten läuft ein... Was? Läuft das ein Bär weg? Okay, was ist das für ein Gehege? Ah, Pull-Up. Oh, super. Ah, hervorragend. Da. Weiter, komm. So. Was ist das? Will ich das? Säge. Will ich eigentlich nicht. Die Musik ist ein bisschen an Tetris angelehnt, oder was? Die beiden Sachen brauchen wir. Kann ich Gitarre spielen? Schön auf 16 pushen. Komm, gib mir 16. Oder mach den hier. Boah, Schafrote, Suppe, Fleisch und Gemüse. Dabei. So, ich möchte jetzt einen Gegner wegfisten. Eigentlich ist er eigentlich gar kein Kämpfer. Er ist ein Dichter. Okay. Gut, ja. Alex Treti. Okay. Oh, so weit, so gut, ne? Kann ich jetzt alle hintereinander besiegen? Das wäre nice. Das wäre richtig nice. Alex, pam, noch einmal. Ach so. Ach, das ist ja scheiße. Ich habe gar nicht die Ultimate League abschließen können. Weil ich zum Don gegangen bin. Das war dumm. Das war dumm. Ich hätte die Ultimate League abschließen sollen. Na gut, egal. Wie auch immer. Jetzt sind wir hier. Passt schon. Da hinten läuft immer ein Jäger entlang und wird dann vom Bären gejagt. Habt ihr es gesehen? Hat er irgendwie seine Waffe verloren oder so. Okay. Das war ein guter Kämpfer. Er wird in meinen
Fersen weiterleben. So. Ja, Roundhouse ist hier. Ninjutsu. Ich will das haben, da müssen wir... Und dafür muss ich zum Roundhouse-Kick gehen, ne? Na gut. Hast noch einen für mich? Wir sind in ein paar Tagen bereit. Na gut, dann schlafen wir mal eine Runde. Weiter schlafen, meine ich. Schade, schade, schade. Was heißt ein paar Tagen? Wieder drei Tage oder was? Kann ich jetzt kämpfen? Ah, na gut. Dann gehen wir raus und trainieren. Was sollen wir auch sonst hier machen in der Kälte? Eigentlich nur die beiden Sachen, ne? Die... Kann ich hier irgendwo anders hingehen noch? Ah, ich kann hier den Baum schlagen. Was kann ich denn mit dem Baum machen? Nur Stärke oder sowas? Nee, oh, okay. Oh, nice. Auch gut. Ja, warum nicht? Dann hacken wir wieder Holz. Der Baum wackelt. Schade, dass der Schnee nicht runterfällt. Wäre eine witzige Animation. Die immer noch Bein gebrochen. Na gut, dass wir kein Beintraining hier machen. Das bringt sehr viel Geschicklichkeit. Interessanterweise. Gleich brauchen wir Essen. Gehen rein. Wenn wir uns wieder auffüllen wollen. Das ist irgendwie witzig, hier so draußen das zu trainieren. Gut, dass ich das Ding hier noch gesehen habe. Das ist schon recht wichtig. Achso, er will essen. Jep. Kannst du haben. Energie hat er bisher nicht so viel verbraucht. Jo, kriegst noch einen davon. Was sagst denn du? Ah, ups, kann ich jetzt kämpfen? Ja. Er ist ein Philosoph. Okay, Breitischka. Okay, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah, der sieht echt jetzt aus wie geil, oder? Okay. Wir haben jetzt... ich habe noch nicht den Roundhouse-Kick, hä? Scheiße. Ja, okay. Dann lassen wir den nochmal. Regeneration oder... Beine brechen, Beine brechen! Er kann halt gut ausweichen. Und halt auch den... Ah, ich bin gespannt, bin gespannt. Aha, aha. Sieht soweit ganz gut aus, nur unsere Energie geht recht weit runter. Na, bleiben wir erstmal noch dabei. Joa, ich glaube, den schaffen wir, den Gegner. Ich weiß nicht, wie viele wir schaffen müssen. Ich vermute mal 4 oder so. Das wäre so eine passende Zahl. Irgendwie in meinem Kopf. So, dann regenerieren wir jetzt die letzte Runde. Hä? Freund! Wow. Ich hätte echt beides gewinnen sollen. Mann, das ärgert mich. So, geschafft. Respekt verdient. Okay, kannst du? Ja, das kann ich. Also, du musst
dies über deinen Vater wissen. Dein Vater war ein weiser Mann, aber er liebte dich und deinen Bruder zu sehr. Ich glaube, diese Liebe hat ihn sein Leben gekostet. Okay. Wir schworen, die Medaille zu beschützen. Wir alle kannten ihre Macht. Dein Vater entschied, es wäre eine gute Idee, sie zu benutzen. Okay. Liebte dich und deinen Bruder. Also entschloss er sich, die Medaille in zwei Hälften zu teilen. Er gab jedem von euch eine Hälfte, damit wir Double Dragon werden. Aber wir wussten, dass es eine furchtbare Idee war. Man kann so ein mächtiges Artefakt nicht einfach Kindern geben. Wir wissen nicht einmal, ob die geteilte Medaille jetzt noch funktioniert. Wir müssen sie dir abnehmen. Nur über meine Leiche! Wenn meine Söhne erwachsen werden, werden sie wahre Helden sein. John wurde beschuldigt, deinen Vater getötet zu haben. Die Polizei fand seine Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Aber ich bin sicher, dass er unschuldig ist. Mick nahm die Medaille an sich. Ich entschied mich, den Punch Club zu verlassen oder was auch immer. Ich zog auf die andere Seite der Welt. Vielleicht hatte mein Vater Feinde. Vielleicht wollte jemand die Medaille für sich. Er hatte keine Feinde. Und ich bin sicher, dass niemand außerhalb des Punch Clubs von der Medaille wusste. Ich hoffe, meine Geschichte hilft dir, den Mörder deines Vaters zu finden. Aber du musst Ivangif besiegen. Ich habe gehört, er sei stark wie ein Bär. Deshalb sollte deine letzte Prüfung ein Kampf gegen einen echten Bären sein. Besiegst du ihn, hast du vielleicht eine Chance gegen Ivangif. Denn, wenn es nichts anderes ist. Ein kleiner Bär. Gucken wir mal. Trainieren nochmal eine Runde. Punchen wir erstmal nochmal den Baum. Dahin habe ich nämlich einen Bären schon gesehen. So. Ist den Kram. Och, Häschen. Na, du. Dann ist der Bär. Gegen einen echten Bären kämpfen. Oh, Mann. Da wäre 11 ganz gut, aber da werden wir gleich wieder runterfallen. Bleiben wir hoffentlich aber auf der 16. Jupp. Soweit so gut. Hier ist sehr viel Geschicklichkeit. Vielleicht ist es sogar darauf ausgelegt, das, was man halt geskillt hat, dass hier entsprechende Sachen sind. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. So. Hier nochmal ein bisschen hochziehen. Ich glaube, wir schaffen es einfach nicht, hier noch höher zu kommen. Ohne Laufband, glaube ich. Ist schwierig. Ja, sehr kurz davor. Ivan, wie sieht's aus mit dem Bären? Dein Gegner ist bald bereit. Na gut. Sägen wir nochmal, bringt das mehr Ausdauer und Stärke, glaube ich, ne? Eigentlich nur Stärke, okay. Dann knüppeln wir hier nochmal rein. Muss der Bär irgendwie trainiert werden oder muss er? Oder warum ist er dann bald bereit? So, holen wir noch ein bisschen Borscht rein. Hab das ja eigentlich alles nicht angezeigt. Ivan? Hier, und dich? Gut, dann schlafen wir erstmal. Die haben sehr viel Wodka hier, habe ich das Gefühl. Na gut, dann machen wir es erstmal so. Da unser Gegner ja eh bald bereit ist, werde ich jetzt erstmal hier noch was essen. Und die Folge beenden. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gegen den Bären. Also, ich bedanke mich. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.